Wunderbar, Recording in Progress. Willkommen zur Nummer 23. Klares Correcta Mundo. Und ich begrüße den lieben Michael mit einem kräftigen Schluck. Ich komme nach. Prosit. Zum Wohlsein. Hi, grüß dich. Ne? Ja, alles wieder toll. Ne? Wir haben jetzt heute den 23. und die 23. Sendung. Ist das nicht geil? Und gibt keine Zufälle. Definitiv nicht. 23.09. Ne? Eigentlich müsste man die Zahl auslassen, weil der wird ja auch einiges nachgesagt. Aber vielleicht ja, gab es auch mal einen Film. Ne? Ja, gab es die 23, ja. Irgendwie Freimaurerzahl und sonst was und hin und her. Genauso wie 17. Aber gut, ja. Das ist Antarktis. Heute machen wir was anderes. Wir haben uns gedacht, aufgrund der Aktualität gucken wir uns machen wir mal. Keine Ahnung. Ja, genau, über keine Ahnung wollten wir was machen. Da können wir viel drüber reden. Vielleicht absolut. Machen wir heute ja. Mal eine Sendung. Das ungefähr so wie mit dem Nichts. Ne? Ach so, stimmt. Ja, ich habe das Nichts von dir immer noch erhalten und du hast mein Nichts überhaupt noch nicht angegeben. Du hast mir auch nichts geschickt, jetzt fangen wir schon wieder an. Ne? Lass gut ja, sein. Das geht gar nicht. Aber um das jetzt ernsthaft zu sagen, wir wollen heute über keine Ahnung reden. Da muss ich sagen, ich habe jetzt mal wieder die Bild-Zeitung oder beziehungsweise Bild Online aufgemacht und was ja. Kommt mir entgegen? Keine Ahnung. Gewinner verzweifelt gesucht, ne? Genau, Gewinner verzweifelt gesucht. Blitzanalyse zur TV-Schlacht. Whatever this is. Und dann, eine TV-Schlacht, keine Ahnung. Ja, die sitzen da alle noch, kein Blut, kein gar nichts. Also von dem her, Schlacht kann es nicht gewesen sein. Interessant, was ich jetzt so finde, warum das noch keinem aufgefallen ist, aber vielleicht ist das auch nur bei der Bildzeitung so, wenn man auf das Bild klickt, dass im Hintergrund von den Menschen, die da sitzen, man fast meinen könnte, es gibt Schwarz-Weiß-Rot. Was? Ja, du musst dir das mal aufrufen. Geh einfach mal drauf. Und Moment, du schockst mich gerade. Kein Witz. Also man könnte meinen, der Hintergrund, und dann hast du so einen weißen Balken und drunter einen roten Balken. Und wenn jetzt da Verschwörungstheoretiker wären, was wir nicht sind, wir beobachten die ganzen Sachen, könnte man tatsächlich den oberen Balken für eine schwarze Farbe halten, dann kommt ein weißer Balken. Hey, du hast ja recht. Ja, manchmal passiert sowas. Und unten ein roter Strich, dass das noch keinem aufgefallen ist. Und wenn man sich dann anguckt, Vorsprung der SPD schmilzt, sehe ich auch ein schwarzer Hintergrund, dann eine kleine weiße, so ein weißer Faden, ja, dann kommt absolut. Nochmal ein rotes und davor ist der Herr Scholz. Der hast ja du eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Ich hoffe es nicht, dass Scholz zum neuen Reichskanzler wird. Oh Gott. Oh. Ja, also, ja. Gut, und dann müssen wir leider auch vermelden, heute steht es drin, Franz Trojan, 64, gab den Takt vor, Gründer der Kultband Spider-Murphy-Gang ist gestorben. Also herzliches Beileid in die Richtung. Dann wissen wir auch, was da los ist. Gut, aber es macht ja durchaus mal Sinn, hier sich die Bild-Zeitung anzugucken. Weil da werden uns ja Dinge präsentiert. Und wir wissen, die Bildzeitung gibt dir den Takt vor, aber die Farben finde ich doch sehr interessant. Und das mag durchaus was zu bedeuten haben. Ja. Schauen wir mal. Du hast absolut recht. Ja, also das, wenn man das jetzt so anguckt, ja gut, das Hellblau. Aber das könnte ja so auch das Auftauen sein, ne? Schmelzen. Ach so. Ja, da wären wir auch so beim Thema. Was ist, wenn die Bunten treten? So ein Blödsinn, aber sowas aber auch. Oder? Auch interessant, das Protokoll der Schlussrunde. Ja, der Schlussrunde. Ja. Und der Magus und der Armin sitzen da und schauen etwas verzwickt. Ja. Ich weiß gar nicht, wer da alles war. Ich will es gar nicht. Ich weiß, die tun immer so wichtig, oder? Das ist schon naja. Ja, und dann Putin-Panne bei der Wahl gewinnen. Ach ja, die Russen korrumpieren unsere Wahl. Das habe ich gestern gelesen. Ah, cool. Das heißt, dann ist die auch ungültig. Und dann haben wir jetzt so viele Anzeichen. Du könntest, damit würde ich sagen, könntest ja recht haben, dass die Merkel tatsächlich bis Silvester regiert. Und vielleicht auch noch länger. Weil, wer weiß, wenn Wahlbetrug
im Raum steht. Ich meine, morgen ist wieder so ein Datum. Wir wissen es nicht. Ich möchte hier jetzt auch nicht irgendwo mit Spekulationen anfangen, dass ja jetzt morgen endgültig irgendwo ein Audit bei Copa County ist und dass das vielleicht auch wieder was in Amerika auslöst. Aber das sind alles Dinge, die... Nee, das war Georgia morgen, und oder? Georgia morgen und Arizona. Also die beiden werden am morgen was veröffentlichen. Also das Datum ist genannt. Ja, das ist richtig. Ja, die wissen schon, warum sie es nicht am 23. machen. Ja, aber wer weiß. Und die Börse hat ja diese Woche auch ein bisschen Kapriolen geschlagen. Ich habe jetzt, muss mal gucken, vielleicht finde ich es irgendwo, die aktuellen Zahlen. Aufgrund der Geschichte mit China gehört auch mit dazu. Evergrande, genau. Und ja, es ist halt so eine Frage. Also es passiert jetzt schon was. Es wird sicherlich ein heißer Herbst werden, definitiv. Glaube ich auch. Ja, also da werden spannende Nachrichten kommen, aber die trotz allem, jetzt erstmal dieser Sonntag, das ist jetzt für mich erstmal so das Highlight der wer weiß, also ich meine, es ist, also ich glaube, dass in diesem Geschäft, ja, es ist bis dahin noch wirklich viel, viel Zeit. Da kann noch ganz schön was passieren. Also wenn ich mir das jetzt auch angucke, ne, also gestern, ich bin heute auch, wie soll ich das erklären? Also ich war heute mal wieder in der Öffentlichkeit. Was hast du denn? Ja, ich dachte, ich besuche mal einen Biomarkt. Oh, okay. Ja. Also ein biologischer Markt. Also der Hund musste keine Maske tragen. Hat der mit reingelassen? Ja, mit reingelassen, ja. Echt cool. Aber naja, Herrchen war dann halt, ne, kurz so, ja. Also hier. Ne. Ich dachte, nee, heute komm, egal. Dann habe ich mir halt das Ding da auf die... Egal, ich war ja nur kurz drin. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr spannend. Ich sage, ich komm. Und da drin hast du dann schon so Gespräche so gehört, oder war was los schon, ne? Also wie gesagt, auf jeden Fall, ja, ich gehe auf jeden Fall wählen, habe ich dann gehört. Und ja, ich muss dahin und und mein Wahllokal ist dort, so die Art Wahllokal, ne, dazu. Und ich bin nur da gestanden und habe gedacht, das gibt's nicht. Ne? Du kannst von diesen dreien da eigentlich keinen wählen, das geht doch nicht. Also, da, verstehst du, da kriege ich einen energetischen Kurzschluss im Kopf. Ich pflichte dir dabei, jetzt nur mal wirklich angenommen, dass dieses System der Wahl tatsächlich ohne Beschiss und wirklich etwas verändern würde. Oh, unsere Wahlen waren immer korrekt. Ja, die Frage ist, was gewählt worden ist. Oder auch die in Sachsen-Anhalt war korrekt. Naja, aber hat denn die Stimmabgabe etwas tatsächlich mit dem Auswahlprozess des Personals zu tun? Das ist die Frage Nummer eins. Und wie meinst du denn das jetzt? Naja, also... Bitte spezifizieren. Ich möchte das mal simulieren. Ja? Oh. Ich nehme jetzt einen Zettel, da mache ich jetzt ein Kreuz. Ja? Nur wenn der ist gelocht. Ja gut, es ist jetzt auch nur eine... Also du machst mal eine ungültige Wahl. Also ich mache jetzt mal, wir nehmen jetzt mal an, das wäre ein nicht gelochter Zettel. Ja, nein, du kannst es schon gelocht lassen. Die Wahl ist ungültig, ja, das wurde ja gesagt. Über das Bundesverfassungsgericht wurde das gesagt. Also jetzt machst du einfach mal eine ungültige Wahl. Jetzt stecke ich den da rein mit dem Kreuz, irgendwo hin. Ja? Also da ist jetzt meine Wahlurne. Also eigentlich müsste ich es anders machen. Da hinten ist der Mülleimer, da schmeiße ich den jetzt rein. Aber das wird jetzt verfolgen. Den schmeiße ich jetzt da rein. Ich schiebe ihn rein. Schiebe ihn nochmal rein. Ja? Nee, hier vorne am Bildschirm, wie du es gerade gemacht hast. Also, ich schiebe ihn hinein. So, jetzt ist die Stimme abgegeben. Und ich habe sie. Ah ja, okay. Ja, super. Geil. Siehst du, so geht es. Ja. Und jetzt hat sie jemand anderes. Und jetzt gehe ich mal in dem Vertrauen, dass meine anonym abgegebene Stimme, ist die wirklich anonym, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Nein. Natürlich nicht, weil du gehst ja mit deinem Personalausweis hin und legitimierst dich dafür, dass du also die Wahlunterlagen haben darfst. Nee, oder? Du gehst mit einer Wahlbenachrichtigung und Personalausweis. Ah, ja, stimmt, dann ja, da war ja der die Wahlbenachrichtigung Rund. Lässt du dann dort. Ja, das bleibt dann dort. Ja, das heißt, also jetzt rein von der Logik, das System hat nur ein Interesse daran, dass du wählst. Nicht, was du wählst, das ist egal. Ja, du gehst also hin und du simulierst etwas und dann fühlst du dich gut, weil das hochwichtig ist, meistens in Schulen. Ja.
Und du kommst ja da auch ohne irgendwas rein, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Also da gilt keine 3, 4, 5, 10G-Regel, keine Ahnung. Also da darfst du rein. Wahrscheinlich kommst du Ernst? Mit der Maske rein. Ich weiß es nicht. Ich habe es gehört, dass das irgendwie. Ich gehe ja nicht mehr hin, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Also ich sage nur, ich habe gehört. Vielleicht ist es auch anders. Wir werden Berichte bekommen. Vielleicht können wir das nächste Mal darüber auch berichten, bei Nummer 24. Oder ein Special. Könnte auch sein. So. Und dann ist also jetzt die Stimme bei dir. Und du gehst davon aus, dass die Truppe, die da vorne sitzt, das waren ja meistens so 5 Hanseln, hochwichtige, freiwillig sich meldende Menschen. Wahlhelfer. Personen, genau, Wahlhelfer. Und da gibt es auch einen Wahlleiter oder Wahlkreisleiter, ich habe keine Ahnung. Und dann haken die also auf ihrer Liste ab. Der war da, der war da, der war da. Also sprich, hat es ja schon mal irgendwo eine Größenordnung. Also es gibt eine Liste, die abgehakt wird. Okay. Das ist das Wählerverzeichnis. Mag das sein, dass vielleicht das Wählerverzeichnis ausreichend ist? Ja, das muss es ja sein. So. Okay, also es könnte ja keine Doppelstimmen geben. Und dann fangen irgendwann fleißige Helferlein um Punkt 18 Uhr, weil vorher geht es ja nicht, das ist dann Schluss, ja, fangen die an zu zählen. Und die verzählen sich auch nicht, weil das ist bei uns relativ einfach. Auf dem Zettel, ja, schiebt man den mal wieder rüber. Nein, lass das. Dann nehmen die also, genau, also da habe ich ihn wieder. So, und dann gehen die her und dann machen die den auf und dann gehen die her und sagen, also aus den 95 Vorschlägen, die es da gibt, also der zu wählenden oder zur Wahl stehenden Parteien, Vereine, die nicht rechtsfähig sind, aber auch nicht verklagungsfähig, also wie wir das ja beim letzten Mal analysiert haben. Strafrechtlich nicht relevant werden. Außerdem? Also keine dann, kriminelle Vereinigung sind oder doch sein können, aber strafrechtlich nicht. Also sie sind auf jeden Fall zugelassen vom Bundesverfassungsgericht. Frage ich mich, da haben wir schon mal das letzte Mal geklärt, es muss doch eigentlich Grundgesetzgericht heißen, weil Verfassung haben wir nicht. Aber gut, auf jeden Fall. Ja, doch, haben wir. Haben wir das? Ja, klar. Ja, mir wird immer klarer, dass wir die haben. Die ist da. Ja, irgendwie ist die da. Ja, irgendwie nur wo? Ist da. Aber ja, sind, es wo jetzt, die? Sind es jetzt zwei verschiedene Kreise oder nicht? Das haben wir immer noch nicht. Das sind zwei verschiedene Kreise. Muss so sein. Ja, also das heißt. Es gibt halt, welche, es gibt halt Punkte, die greifen da noch durch. Also da muss ich dran orientiert werden. Und es gibt Punkte, da greift es eben nicht. So, und jetzt ist halt die Frage, wo ist was? Ja. Es ist auch sehr spannend, dass es da Informationen gibt, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Geschäftssitz in Germany hat. Wo ist das wieder? Belgien habe ich mal was gehört. Nee, das ist in das ist eine offizielle Homepage, da musst du nur gucken. Ja. Da gibt es dann so Rating-Agenturen und Registrierungsagenturen, die das in der Öffentlichkeit darstellen. Ja. Da findest du solche Sachen. Ja, ja. Mag das sein, dass die Bundesrepublik auch bei der Münchner Rückversicherung rückversichert ist für irgendwelche Dinge, man weiß es nicht. Das könnte man auch mal rauskriegen, ob das der Fall ist. Ja, also es gibt ganz, ganz viel, wo du da... Wo man auch graben kann. Wo man graben kann, ja. Also gut. Aber das mit dem Geschäftssitz, das stimmt. Ja, also ganz klar. Platz der Republik 1 in Berlin. Platz der Republik, in Germany. Na gut, aber da okay. Ist die Bundesrepublik Deutschland. Okay, aber das Germany habe ich noch nicht gefunden und auf meinem Ausweis, den ich noch besitze und halte, da steht was Deutsch drauf. Also Germany nicht gleich Deutsch, weil irgendwie passt nicht zusammen. Aber egal, das ist Korinthenkackerei, sind wir heute nicht. Ne? Wir sind jetzt bei dem Thema, also jetzt kommen die fleißigen Helferlein. In Bremen habe ich auch mal gehört, dass das, ich weiß es nicht, ob so war, weil ich war ja nicht dabei, gibt ja auch keine Wahlbeobachter. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 4 von der OSZE. Letztes Mal waren es 21, 29, irgendwie, also signifikant mehr. Frage ist, warum? Das ist die internationale Kommission zur Überwachung der Richtigkeit der Wahl. Ja, ja gut. Das ist aber auch noch nicht lange, das ist erst seit 2012, ja, meine ich. Ja, das ist richtig, aber... Weil also ja die ungültigen Wahlen ablaufen, ich weiß nicht, ob die jetzt gucken, ob die ungültigen Wahlen noch wirklich ungültig sind. Das könnte ja aus Versehen eine gültige Wahl ablaufen. Aber es werden weniger, das ist ja der dann, Punkt. Wo sitzen die denn dann? Die Frage ist doch, wenn die Wahl ungültig sind, wie müsste eine gültige Wahl ablaufen? Das kann ja auch keiner sagen. Ja, muss ja auch keiner, weil war ja bis jetzt noch nicht notwendig, ne? Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ja, jetzt kann ich mehr. Schelte. Was? Eine gültige Wahl haben wir noch nicht erlebt. Also kann es auch keiner wissen. Du hast ja gesagt, keiner weiß, wie das geht.
war auch noch nicht notwendig. Deswegen ist die Scheiße egal. Rückwirkend spielt es keine Rolle, wenn die sagen, ab 56 ist das alles ungültig. Okay, es ist ja schon durch. Also was dann kannst du drüber noch mal fragen. Ist das Gleiche wie beim Fußball, wenn der Schiedsrichter sagt, 11 Meter und nach ne? Jetzt haben wir Videobeweis, aber früher war es ja so, wenn der Elfmeter gepfiffen wurde, war 11 Meter und gut. Und dann konntest du lange darüber aufregen, das Spiel war zu Ende. Und wenn du danach rausfindest, über sonst was, dass es kein Elfmeter war, war es trotzdem nicht zu revidieren. Habe ich auch nie verstanden. Ja, aber doch, egal. Du wolltest zum Sportgericht gehen, aber das heißt nicht, dass das Ergebnis... Da wurde aber das Ergebnis nicht mehr korrigiert. Das hat man dann nicht durchgeführt. Also da ist dasselbe. Ja. Also da läuft ja im Prinzip, also auch sehr interessant über das DFB mit einer eigenen Gerichtsbarkeit, Schiedsgericht ist das da drin. Ne? Hochspannende Geschichte, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber da läuft derselbe Prozess ab. Also stell dir vor, da wird das Spiel praktisch beeinflusst durch einen Schiedsrichter und dann wird nachher das Ganze nicht für ungültig erklärt. Wo du aber das jetzt sagst. Aufgrund einer Fehlentscheidung, egal. Also da heißt nachher, nee, 2-1 ist 2-1. Jetzt und nicht 1-1. Pass auf, folgende Überlegung, was mir gerade so durch den Kopf durchkommt. Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich mich da auf sehr, sehr glatten Territorium... Meinst du dünnes Eis? Jetzt pass mal auf. Das heißt, wann war faktisch gesehen die letzte legitime Wahl auf diesem Territorium? Und wie ist die abgelaufen? Wenn Sie sagen, ab 56, jetzt weiß ich gerade nicht, aber ab 56 gab es 49 eine Wahl oder 52? Nein, wann war die letzte legitime Wahl, wo tatsächlich ein Kandidat direkt gewählt worden ist und auch mit umfangreicher Macht ausgestattet worden ist? Denk mal nach. Bismarck. Nein, der ist nicht gewählt worden. Aber du bist nah dran. Ja, dann muss es die 71er sein davor. Da hat es auch keine Wahl gegeben. Die letzte Wahl, die legitim abgelaufen sein muss, weil da wurde jemand ausgestattet. Dann muss es der Kaiser gewesen sein. Davor, der wurde auch nicht gewählt. Davor, ja, machst du so vom spannend. Volk. Ich rede jetzt vom Volk. Nicht ganz so weit. Machst du spannend. Ich gebe dir mal so einen Tipp. Jetzt bin ich mal gespannt. War der 5. März. Und jetzt darfst du die Jahreszahl dir ausdenken. Der 5. März. Mhm. Aber im 18. Jahrhundert. Nein. Im 19. Im 20. Im 20. Ja. Wann war die letzte Wahl, die anscheinend einen legitimen Staatsführer hervorgebracht hat? Ich sage jetzt auch bewusst Reichskanzler. März 1933. Adolfius. War anscheinend die letzte, anscheinend die letzte. Moment mal, unter dem Kriterium einer Weimarer Republik wurde diese Wahl durchgeführt. Ja. Das ist die Frage, hat die Weimarer Republik ein anderes Wahlrecht als die BRD? Weil ich habe immer das Gefühl, ich bin ja in der Weimarer Republik 2.0, wir benutzen ja auch die gleiche Flagge. So, und was haben wir dann bekommen? Ja. Und jetzt nur mal, und das ist jetzt nicht eine Verherrlichung, sonst was, und das ist jetzt in dem Moment todernst gemeint. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt durch den Kopf geht. Wenn seit 56 alle Wahlen und 1949 wurde der Bundestag damals eingesetzt, die Bundesregierung wurde eingesetzt von den Alliierten, ja, dann fanden zwar mal irgendwann Wahlen statt, aber ab 56 sind sie alle nicht legitim. Und alles, was davor war, aus meiner Sichtweise, man möge mich korrigieren, das sind 7 Jahre dazwischen, ja, hat es welche gegeben, die eingesetzt worden sind. Weil Adenauer wurde Kanzler auf Gottes Gnaden, ist jetzt der falsche Wort, aber zumindest auf Gnaden des alliierten Hochkommissariats. Das ist Fakt, der Westzone der BRD. Es mag sein, dass ich jetzt mich total irre und mich verschieße. Adenauer ist nicht gewählt worden, das ist richtig. Ja, also wir haben 2 Wahlen, die 33 stattgefunden haben. Einmal am 30. Januar und die letzte war am 5. März 33. Das war die letzte Reichs- und Landtagswahl.
an der mehr als eine Partei, und damit war es tatsächlich, zumindest wenn man das mal so nennt und nicht nach DDR demokratisch statt, naja, sagen wir mal zumindest, wo andere Parteien noch mit teilgenommen haben. So. Und dann stellt sich doch mir die Frage nach der Legitimität. Dann ist doch die Frage, was für eine Grundstruktur ist hier, wenn alles andere ungültig ist? Tja. So, was wird hier weiter betrieben? Also zumindest die Einkommensteuergesetze, wissen wir, kommen aus dem Jahr 1934. Sind nicht unterschrieben. Das Reichsschuldpflichtgesetz von 1938. Ja, also irgendwie kommen wir immer wieder in diese verblödete Zeit. Ja, ganz komisch. Und wenn man Grün, Rot und andere Sachen zusammenwirft, kommt auch so eine komische Farbe raus. Aber das darf jeder mal selber ausprobieren, wenn man einen Wahlkasten hat. Ja, ja, das ist auch wieder sehr, 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 sehr gewagt, was du sagst. Aber das kann ja alles nicht sein. Das ist eine Sache, die kann ich beweisen. Moment, das sind die Grundfarben. Ja? Also die kannst du gar nicht mischen. Grün nicht. Grün nicht. Grün ist eine Mischung aus Blau und Rot. Grün und Rot gibt es. Ja, Rot und Blau ist die Grundfarbe. Ne? Und? Ja. Grün. Natürlich Grün. Nein, Grün nicht, Gelb. Gelb. Ja. Gelb. Bei Transa ist es Grün. Gelb. Also wäre die Koalition SPD, AfD, FDP. Ja. Das wären die Grundfarben. Das wären die Grundfarben. Grün ist aber eine Mischung zwischen Blau und Gelb. Und wenn du die drei mischst, kommt Weiß raus. Nee. Wenn du die drei Grundfarben zusammenbringst, kommt Weiß raus. Ja, aber die drei Grundfarben zusammen sind ja, also wenn ich Rot, Blau und Ding, dann schmeiße ich, also hundertprozentig, das schwöre ich dir, das können wir gleich ausprobieren. Ich habe da hinten Lack. Nochmal, wenn du das Grün reinschmeißt, ja, da kommt der Hintergrund deiner Wohnung da raus. Ja, kommt irgendwas anderes raus. Und da kann ich noch Dunkelrot dazu schmeißen und es bleibt einfach unansehnlich. Es ist einfach so. Ja. Das ist jetzt, also Farbenlehre, ja. Ich habe da irgendwelche Menschen angesprochen, ja, fühlen, die sich da irgendwie. Die den Malkasten auspacken, das ist schon mal eine Idee. Das ist jetzt einfach so, ja. So. Also auf jeden Fall. Das kann aber trotzdem auch keine legitime Wahl gewesen sein, weil, wie gesagt, das Wahlrecht, guck doch mal nach, das Wahlrecht, ja, Moment, wo, von wann oder durch wen, ja? Tja. Ja. Da müssten wir jetzt gucken. Das habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet, deswegen kann ich das jetzt auch nicht sagen, wie das Wahlrecht da ausschaut. Da müsste man sich wahrscheinlich wirklich mal einlesen, Wahlrecht. Nach Artikel 38 im Grundgesetz festgelegte Wahlrechtsgrundsätze. So. Das konkrete, ein einfaches Gesetz, das Bundeswahlgesetz bestimmt. So. Ach, auch damals haben Sie schon das Wahlalter von 25 auf 20 Jahre gesenkt. Ja, war doch bestimmt die SPD, oder? Und die Soldaten durften nicht wählen. Ja. Halt doch, das Wahlrecht für Soldaten wurde eingeführt. Das war 1919 der Fall. Ja. Und ab für 70.000 Stimmen einen Sitz im Reichstag. Okay. Jetzt Moment mal. Das Bundeswahlgesetz kommt aus dem Jahr 1848. Hm. 1848? Das ist ja, sehr spannend. Ah, ja. Ja. Und Moment, ab 1920 galt dann das Reichswahlgesetz. Mhm. So, und das hat man dann praktisch 1908 bis 1918 lief es in Kraft und 1920 galt dann das Reichswahlgesetz. So, das Reichswahlgesetz ist erlassen aufgrund der Weimarer Verfassung. Ja. Die dann wiederum am 1919, 31. Juli festgesetzt. Das heißt also, die Wahl, die 33 ablief, muss auf den Grundsätzen der Weimarer Verfassung gelaufen sein. Wirklich? Ja. So. Und hier steht, dass diese Basisdaten zum Reichswahlgesetz ist ein Außerkrafttreten seit 1945 vom Besatzungsrecht überlagert und faktisch aufgehoben mit dem 2+4-Vertrag. Faktisch aufgehoben, das heißt, wir haben ein neues Wahlrecht. Faktisch aufgehoben. Seit 1990. Hat es jemand mitbekommen? Also ich habe nicht viel gesehen, dass sich da was geändert hat.
Nicht viel. Eigentlich aber ich mag mich auch täuschen, aber zumindest wissen wir eines, das möchten wir hiermit wiederholen, also ich tue das jetzt mal in deinem, ich hoffe, es ist in deinem Sinne, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass alle Wahlen seit 1956 nicht korrekt durchgeführt worden sind und damit ungültig. Jetzt gehen wir mal weiter. Also Wahlen sind seit 1956 ungültig. 2012 wurde festgestellt, da kursiert auch gerade durch Telegram wieder ein Video, wo das sehr schön dargestellt wird, dass auch die ARD das gemeldet hat, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass, das war 2012 oder 2013, dass aufgrund der Überhangmandate und einem anderen das Ganze nicht rechtlich korrekt ist. So. Und es wurde an den Bundestag zurückgegeben, dass jetzt eine Wahlrechtsreform ansteht. Und zwar dringend. Dringend ist seit 2012 nicht umgesetzt worden. Sprich, wenn jemand etwas dringend von mir will, kann man sich jetzt auf das Bundesverfassungsgericht versteifen und sagen, dringend heißt, ich gebe es an den Bundestag zurück und warte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Genau. Aber, kann man ja mal machen. Ja, aber das ist ja eine Definitionsfrage, weil dringend kannst du, unter dem, was ist dringend in 100 Jahren? Das ist 10 Jahre noch ziemlich dringend. Da ist es noch in der Frist, ja. Frist haben sie ja nicht gesetzt, weil haben die das vergessen? Das kann auch sein, sie haben es einfach verschwitzt. Mein Gott, ich lasse ja auch mal ein bisschen was liegen. Aber haben das wir das, Hammer, ja? Also, haben wir das denn erlebt? So. Dass so Vertreter, und ich möchte da niemand privat oder persönlich angreifen, aber haben wir das nicht erst vor kurzem erlebt, als wir mal so gewisse Fragen gestellt haben an wirklich hochklassige Rechtsvertreter, dass die gewisse Fragen nicht beantworten konnten oder wollten oder, glaube ich, gar nicht gewusst haben, wovon wir reden? Das kann auch sein. Also ich hatte mir den Eindruck, sie wussten nicht, wovon wir reden. Und das wäre traurig. Das ist nicht nur traurig, das ist erschreckend. Traurig ist für mich was anderes. Traurig ist, wenn einer was weiß und es dann nicht tut. Wie zum Beispiel dringend. Ja, ich muss dringend aufs Klo. Geht noch. Ja. Halt durch. Ja. Wenn du nicht gehst, dann wirst du sehr traurig sein, weil die Hose wird nass. Ja, dann. Ja. 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 Und unter dringend kann man jetzt auch mal die Corona-Verordnung mal angucken. Die wurde ja auch sehr dringend und schnell umgesetzt. Also ist alles kein Problem. Ja. Also, da macht man eine Ministerpräsidentenkonferenz und zack. Also rückblickend musst du sagen, all die, die da oben stehen, ja, sind ungültig gewählt. Aber sie stehen trotzdem da. Irgendwie interessiert sie es. Und erlassen da als weiter irgendwelche ungültigen Sachen, weil das kann ja alles nicht gültig sein. Ja? Also es ist ungefähr so, wenn du sagst, wir starten das Fußballspiel, wir wissen aber, es ist ungültig und trotzdem wird es dann gewertet. Weil du hast jetzt 12 Spiele auf dem Platz, nicht nur 10. Ja? Und das ist halt ein Überläufer. Dein Überhangmandat. Das wären dann ein paar mehr. Das wären dann 17 gegen 5. Ich habe jetzt gelesen, dass der Bundestag auf 926 Abgeordnete ansteigen soll. Da stand ja irgendwas drin, dass sie jetzt wahrscheinlich im Container ihre Arbeit machen müssen. Warum brauchen wir so viele Abgeordnete? Für was? Das ist... Also das sind pro Abgeordneten sind es, glaube ich, 10 Mille, was die netto kriegen. Erhalten. Gut geschrieben. Überwiesen. Die Bank, die sie angeben, bekommt monatlich eine Buchung. Nicht vergessen und erklärt. Ja. Offiziell. Und ich bin sicher, ich würde da jetzt echt eine Wette eingeben, dass bis spätestens, also mal angenommen oder Voraussetzung folgende, dass ein gültiger Bundestag vor dem Jahre 2023 zusammentritt, als eines der ersten Dinge, die passieren wird, eine Diätenanpassung aufgrund der gestiegenen Inflation sehr schnell beschlossen wird. Ich vermute von 10.500, ich gucke mal nach, was es gerade ist. Diäten. Ich weiß schon mal, was du raus willst. Warte mal, Diät im Bundestag. Diät im Bundestag netto. 1. Januar 2080
monatlich 3.840 Euro. Interessant, dass es auch Diäten heißt. Mal den Herrn Altmaier fragen, wie viel Pralinen man denn dafür. Der Helge Braun. So. Und dann gibt es seit dem 1. Januar 2020, man höre, die Mitglieder des Abgeordnetenhauses eine Grundentschädigung, also wofür werden die denn entschädigt? Den Schaden? Über 6.250 Euro. Also das macht zusammen, ich rechne, 10.000 und 3,840 plus 6,20, also da sind wir bei 10.090 Euro. Und das ist jetzt dann so ungefähr mal das, was da so netto hängen bleibt. Da kannst du bei Spahn schon locker eine Wohnung mieten, oder? Der wird schon ein wenig dünn. Also, ach ja, was? Pass auf. Das wird ja bedeuten, der Lindner hat ein bisschen mehr. Ne? Pass auf. Es kommt noch geiler. Ich hatte eine SPD, der gläserne Abgeordnete. Also wir haben 2003. Pass auf, 2003 wurde, also 2001 wurde noch in D-Mark ausbezahlt. Das waren 13.200 Mark. Da gab es eine Umstellung auf den Euro auf 6.878 Euro. Im Jahr 2001 waren es noch 6.749 Euro. So, dann stieg das Ganze an mit 1,9% und so weiter. Dann 2008, ganz wichtig, das war das Jahr von Lehman Brothers, 4,7. Dann waren wir schon bei 7.339 Euro. Und da war der Euro noch richtig was wert. Ja? Und da hast du ja fast noch 2 Quadratmeter davon kaufen können, von dem Monatssalär in München. Und dann hast du nochmal 4,5% auf 7.668. Und dann geht es so weiter. 3,5, 3,9, 5% im Jahr 2014. Ja, weil da muss ja ganz besonders, musste dann nachgelegt worden sein. Also auf 8.667 Euro. Und Moment mal, dann, 2014, ja. Dann 2019 waren wir bei 10.083 Euro angelangt und das Schöne ist, 2020 eine Nullrunde. Eine da kommen jetzt 7%. Runde. Ja? Also das heißt, die Nuller haben eine Runde bekommen. So, das heißt, wir sind jetzt bei 10 Mille. Und wenn sich jetzt mal einer vorstellt, ich könnte das jetzt mal machen, ich tue es nicht, weil es wäre dann doch ein wenig zu großkotzig, weil sich so eine Bündel 10.000 mal 926, da bist du bei 9 Millionen pro Monat. So, und jetzt geht es weiter. Das aufs Jahr sind wir bei einer knappen Milliarde. Moment, 9 Millionen pro Monat mal 10 sind 100 Millionen pro Jahr. Naja, du bist falsch. Rechne doch einfach im Jahr oder andersrum. Also du hast 120.000 und das Ganze rechnest du jetzt mal 900. Oder ein bisschen mehr. So 120.000? Naja, das ist das Jahressalär. 12 mal 10. Also das sage ich doch. 90 Millionen reichen da. Das sind 100 Millionen pro Jahr. Ohne zusätzliche Ausgaben, Flugkosten und so weiter und so fort. Mietersatz, Pendlerpauschale, was es alles gibt. Oh ja, Pendlerpauschale, genau. Ich glaube, die haben ja sogar mal 12, 120.000 Euro mal 900. Ja, sind ungefähr 110 Millionen. Leichter. Alleine an Gehältern. Heißt, ja, aber der Bundestag, der nächste, der kostet also eine halbe Milliarde in 4 Jahren. Wenn es lang an Gehältern. Ja, ist ja nichts. Da sind die Dienstwege noch nicht dabei, die Chauffeure, PCs sind nicht dabei, Chauffeure, die Security, die Eierwerfer abhalten sollen und so weiter. Ja, das ist alles noch nicht dabei. Ja, und die Wasserwerfer sind auch noch nicht bezahlt. So, finde ich natürlich geil. Eine halbe Milliarde. Und dann gibt es noch Übergangsgeld und so weiter. Also das kriegen die einfach mal fürs Nichtstun. Dafür, dass sie nicht abstimmen. Nicht abstimmen? Ja, so wie die Baerbock meinst du. Die hat ja nie abgestimmt, ne?
Ja, vielleicht überlegt sie sich das jetzt mal, weil auf dem Posten, wo sie vorgesehen ist, da wird sie das tun müssen. Nicht abstimmen heißt auch keine Weiß sie dann überhaupt, wie das geht? Oder verwechselt die da noch irgendwas? Ja, das werden sie schon beibringen. Also das ist ja das Problem. Weil na, bei der kann sie nicht sicher sein. Sorry. Also wenn ich weiß, dass, dann, die Steckdosen in der Schweiz schon anders sind. Ja. Da heißt dann... Also, der weiß auch nicht, wo links und rechts ist. Was? Mal davor und da ist ein roter Knopf und ein grüner Knopf. Oder nee, warte mal, bei denen läuft es doch anders. Da hast du so eine Steckkarte und die steckst du entweder in den Schlitz oder in den Schlitz. Du hast 50-50, du machst es immer richtig. So, weil zählen macht jemand anders. Und verkünden tut es dann auch nochmal jemand anders. Ja? Also von dem her, also der Zettel hier mit deiner Stimme, deinem Kreuz, landet dann bei jemandem, der das zählt. Du vertraust ihm, dass er das korrekt macht. Also, dass er es kann. Du legitimierst die halbe Milliarde. Genau, mindestens. Und das Schöne ist... Das würde ja bedeuten, der Wahlschein ist ein Wertpapier. Ja, da hängen ja noch andere Sachen dran, weil da hängen ja dann die sogenannten Bundeshaushalte auch noch mit dran. Ja, ja, so klar. Das ist also, so nützliche Sachen wie das THW zum Beispiel. Lass uns doch mal, jetzt machen wir mal ein Rechenbeispiel. Was war jetzt der letzte Bundeshaushalt? Bundeshaushalt, warte mal, der ist doch bestimmt schon beschlossen. Tun wir mal ein Rechenbeispiel machen. Bundeshaushalt. Haushalt 2021. So. Wir sind bei 498,6 Milliarden Euro. Sind wir Haushalt. Großzügig? Haushalt. 500. So. 500 Milliarden. Das geht jetzt in den Taschenrechner gar nicht rein. 500 Milliarden. Mal 4 sind 2 Billionen. Ohne Sonderausgaben oder sonstige Dinge. Ja. So. Eine Stimme gilt für 4 Jahre. Wie viel Wahlberechtigte haben wir? Schauen wir nach. 60 Millionen. Sicher? Ja. Okay. Wir sind jetzt schon rumgegangen, es sind 60 Millionen und 8 Millionen dürfen nicht wählen, die kotzen ab. Also 60 Millionen zu 2.000 Milliarden. Nee, 2 Billionen. Ja, sei, es sind 2.000 Milliarden. 60 Millionen auf 2.000 Milliarden. So, ausrechnen. Das heißt, eine Stimme ist was wert? Genau, da will ich ja hin. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Geht ja mein Gedanke durch den Kopf, kann das sein? Das sind Milliarden? Ja, genau, so. Also, ist eine Menge. Das heißt, jetzt streichen wir mal die Nuller weg. Dann bleiben, das wäre wie wenn du jetzt 200.000 durch 6. 200.000 durch 6. Das heißt, eine Stimme ist 33.333, also gerundet, sagen wir mal 33.400 Euro wert. Ungültigen jetzt auch? Wir den Wert einer Stimme in dieser Wahlperiode. Die ungültigen auch? Die ungültigen auch? Das ist ja logisch, weil du hast ja wahlberechtigt, da wird es jetzt nicht gezählt. Sondern es geht ja nur, wie viele Stimmen gibt es. Also hat eine Stimme einen angenommenen Wert von, sind wir freundlich, weil die Runden, ist, wir wissen, der Haushalt steigt im Normalfall, 35.000 Euro. Nicht Millionen, sondern nur tatsächlich 35.000 europäische Verwaltungseinheiten. Das ist jetzt mal das, was wir so runden. Eine Stimme, 35.000. Ein Wahlschein, ja, geht also auf oder legitimiert praktisch für die Zukunft 35.000 Euro also, auf Zeitraum 4 Jahre, richtig? Ja. So, jetzt ist die... ja. Also, was wähle ich denn da jetzt? 35 Millionen. Ja, weil jetzt wird es interessant, ja, weil dieser Wahlschein, ja, der hat ja, Moment, also der Wahlschein kann ja nur benutzt werden, wenn er zurückkommt, ja. Also nur wenn er zurückkommt, ist sichergestellt, dass gewählt wurde. Ob die Stimme ungültig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Also sind die ungültigen Stimmen auch mit drin. Ja. So. Das würde wiederum bedeuten, dass das Wählerverzeichnis
Ist das ein Register? Mhm. Kann man so sagen, oder? Mhm. Dort sind Daten hinterlegt. Ja. Daten von Personen. Ja. Bezogen auf die Geburtsurkunden. Ja. Und jetzt sage ich dir noch was. Wenn du das jetzt durch 4 rechnest, 35 Millionen durch 4, sind es 8.750 Euro. Pro Jahr. Pro Jahr. Und jetzt würde ich mal wissen, wieso das Durchschnittssteueraufkommen eines einzelnen Bürgers ist. Mir kommen da gerade ganz komische Dinge. Mir auch. Durchschnittliche Steueraufkommen in Deutschland. Also meine 13 weitere Zahlen. Die Einwohner in Deutschland, jetzt bin ich gespannt. Aber das kommt ungefähr hin. €729 wären das pro Monat. Rechnen wir mal 12. Ja, Bayern Brutto, warte mal, ich schlage das jetzt mal nach. Das gibt es doch gar nicht. Lohn und Gehalt. Gehaltsabrechnung. Ich gucke jetzt mal, mir kommen da gerade irgend so Dinge. Und das ist jetzt ein durchschnittliches Einkommen 1.399. Das wird bei einem Bruttoeinkommen von 6.299 werden an Steuer 1.399 Euro abgeführt. So, und wenn wir davon ausgehen, dass das durchschnittliche Einkommen ungefähr bei 3.000 Euro brutto liegt, ich denke, da kommen wir hin. Das ist es. Es ist unglaublich, oder? Unser kleiner privater Deal, den wir da hatten, der war ja gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Wenn wir das jetzt mal weiter spinnen. Also mal angenommen, nun, ja, es ist ja nur eine Annahme. Ja? Also, ja. Verschwörungstheorie. Ja, ja. Ja? Hm. Ich gehe zur Wahl, mache da ein Kreuz. Die interessiert es einen Scheißdreck, was ich wähle. Ja. Weil alle oben hocken und sagen, ich kann mir nur schön die Taschen voll machen, muss nur da draußen den Lauterbach ein bisschen anmachen, sonst nichts. Ja. Ja, und ein bisschen nett in die Kamera grinsen und irgendwelche komischen Sprüche ablassen. Aber ich muss gucken, wählen gehen legitimiert Geld. Ja, und das kann ja auch nur jemand versichern. Nämlich den Haushalt. Ja. Und der Witz an der Geschichte ist, da wird ein Kredit aufgenommen, weil die BRD kann ja kein Geld produzieren. Das muss ja jemand von außen machen. Und du zahlst die Zinsen. Und kriegst keinen Cent. Das ist absolut irre, das kann überhaupt nicht sein. Wahl, macht das alle, wisst ihr was? Bringt gleich jeder noch 8 Millionen mit oder 35 ja, mit. Genau. Bringt noch einen Scheck mit. Du brauchst gleich einen Scheck hinlegen. Das ist genau das Gleiche. Ey, es ist so lieber Gott, echt. Da draußen erzählen die was von Gerechtigkeit. Da steht Mieten runter oder gerechte Mieten, mehr wohnen oder irgendwelche andere Scheiße. Ja. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Klar schaffen wir das. Wir schaffen das wirklich, weil wir es ja erzeugen. Halleluja. Echt. Ja. Das heißt, wenn du nicht hingehst, legitimierst du die Scheiße nicht. Ich gebe mein Geld nicht dazu. Nein, du gibst den Kreditantrag nicht ab. Wir haben ja gelernt, ne?
Ja. Kredit hat nichts mit der Auszahlung zu tun. Ist das geil? Und wir erzählen uns was von der schwarzen Null, klar. Jetzt zur Corona-Zeit nicht. Nee, stopp. Das ist ja Naturkatastrophe, da ist das ja alles ausgesetzt. Ne? Ach so, ich dachte, es kommt aus Wuhan. Ah nein. Na was? Das ist, wie was? Hallo? Aus dem Virus? Also bitte, Virus ist ein Lebewesen. Du kannst ja. Nee. Dachte, es sind abgestorbene Dinge, die sich nicht selber vermehren können. Aber ich habe da nicht aufgepasst. Ich bin kein Mikrobiologe. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind wir wieder bei uns im Hauptthema. Deswegen ist es auch scheißegal, wer da vorne gewählt wird. Ja. Das spielt alles keine Rolle. Das ist alles Quatsch. Ja. Das ist alles nur Show. Ja. Das ist Muppet-Show. Und die Eintritt, und du zahlst den Eintritt. Genau. Und zwar Bildabgabe der Stimme. Es ist so scheißegal. Der war da, der war da, der war da. Was? Ob du links, grün, rot, sonst was. Leute, es ist so scheißegal. Es wird doch vorher ausgekaspert. Es ist so geil. Es ist so geil. Eigentlich könnte man sagen, ja, bitte überweisen Sie den Betrag. Was ist meine Stimme wert? 35.000 Euro. Ich finde das so geil. Das ist das Steueraufkommen eines normalen. Hätte man machen sollen. Ja, also wirklich so, weißt du, so kleine Aktion, so, überweise es auf mein Konto, wenn es eingeht, gehe ich wählen. Dann hast du zumindest die Möglichkeit, den Kredit zu kriegen, für den du dann Ach ja, löst. übrigens noch eins. Für jeden Landtag gilt das Gleiche ja nochmal. Au. Auf Länderebene. Und Europa. Europa ist es noch geiler. Weil da hängen alle mit drin. Ist das geil? Also weißt du, wenn ich mir sowas überlegen kann und ich habe jetzt wenig kriminelle Energie in mir, das weiß ich. Ich bin viel zu ehrlich. Halt haben die ja auch nicht. Nein, die nicht. Aber die, die sich sowas überlegen und sowas dann umsetzen, die Sind haben. strafrechtlich geschützt. Ja, die müssen, darum geht es nicht. Es geht nur um die Energie, die die haben, die sich da sowas überlegen. Ich weiß nicht, ob die aus dem Lachen rauskommen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die alle so bierernst an den Wahlen gucken, weil es letztendlich scheißegal ist, wer vorne steht. Es ist nur so, ach scheiße, ich darf ein bisschen, ich darf jetzt nicht mehr die tollen Nachrichten und Beschlüsse da verkünden, ja. Und der Art, ja. Also das ist alles Kindergarten, tut mir leid. Also wir sind doch jetzt dabei. Also ich habe, es geht ja auch immer wieder viral, ne? Der ehemals Dicke da, wie heißt der jetzt, der Chef von der Atlantikbrücke momentan, seines Zeichens ist SPDler, der ehemals Kanzlerkandidat 2010, wo er erzählt hat, Frau Merkel ist die Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation. Das mit der Nichtregierung. Gabriel. Genau, Gabriel, Erzengel, ja. Wo der das verkündet hat, also er hat ja Wahrheit gesprochen in dem Moment, das muss man ihm hoch anrechnen. Hat es ja ganz klipp und klar gesagt. Aber wir haben jetzt eine Geschäftsführerin, die legitimiert wird durch die Anteilseigner, sprich Personalausweisträger. Kann ich das jetzt hier überhaupt sagen? Ich tue es jetzt, das ist schon raus. Also der Personalausweisträger dieser Gesellschaft, nennen wir es mal so, weil wird ja auch so genannt, die Gesellschaft. Die Gesellschaft genannt. Ja, nee, unsere Gesellschaft. Ja, genau. Die Gesellschaft, die aus Bürgern, Bürgen besteht, ja. Die Gesellschaft der Bürger, ja. Die wählen die. Und obwohl sie nicht legitim ist, steht ja auch keiner auf von denen, die dann vorne da sich zur Wahl stellen und sagen, also ich muss das jetzt hier sagen, auch wenn ich gewählt worden bin, ich kann die Wahl nicht annehmen, weil sie ist nicht legitim. Wir nehmen sie Hey, mit. das hörst du ja auch nicht. Eben, Hat von also. mir angegeben, auch nicht Jetzt ist von die der AfD. Frage, jetzt ist nochmal die Frage, wenn diese Wahl dann ungültig ist, ja, wen interessiert es? Genau, es ist so scheißegal, weil du hast ja deinen Scheck oder deine Bestätigung zur Zahlung Ja. der Kohle, die dann vernichtet wird, oder deine Versicherung hast du ja abgegeben. So. Was gibt es Richtig. da eigentlich noch zu fragen? Nichts mehr.
Und deswegen mich würde dazu mal interessieren, was in diesem Verfassungsgerichtsurteil tatsächlich drin ist. Also warum ist die eigentlich ungültig? Ja? Also wodurch? Also was im Wahlrecht ist verletzt worden? Gibt es da eine Aussage? Also, Bundesverfassungsgericht das ist hier live, ja. Wahlen. Warte mal. Wahlen. Für Behinderte gibt es auch ein Gericht, okay. Und so. Entscheidungen. Faktencheck schauen wir nicht, weil das Blödsinn ist. Leitsätze, Urteil, Senat, bla bla bla. Also pass auf. Erstens, die Bildung der Ländersitzkontingente nach der Wähleranzahl gemäß Paragraph 6, erster Satz 1 BWG, also Bundeswahlgesetz, ermöglicht den Effekt des negativen Stimmgewichts. Negatives Stimmgewicht, gut, okay. Und verletzt deshalb die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien. Okay. Dann 2a. In dem vom Gesetzgeber geschaffenen System der mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl sind Überhangmandate, Klammer auf, Paragraph 6 Absatz 5 BWG, nur in einem Umfang hinnehmbar, der den Grundcharakter der Wahl als einer Verhältniswahl nicht aufhebt. B. Die Grundsätze der Gleichheit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien sind bei einem Anteil von Überhangmandaten im Umfang von mehr als etwa einer halben Fraktionsstärke verletzt. So, dann kommen irgendwelche Verkündungen, 25. Juni 2012, im Namen des Volkes. Und jetzt muss ich ganz kurz was zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ich jetzt gerade gezählt habe, waren die Schwingen des Adlers. Weil da ist ein Siegel drunter. Und der Bundestag hat allerdings nur 5. Und damit ist für mich, es wird immer klarer, dass diese ganze Geschichte, und jeder möge in seinen Reisepass gucken, sofern er einen hat. Ja, guckt bitte und zählt die Schwingen, für die, die es noch nicht gehört und gemacht haben. Zählt die Schwingen auf dem roten Klappdeckel und dann schaut ihr mal rein, was auf der Plastikkarte, wie viele Schwingen der Adler dort hat. Die sind nicht gleich. Es darf nach außen hin nicht gelogen werden. Und das, was die festgestellt haben, ist vollkommen korrekt. Und das ist jetzt meine private Meinung. Die haben das vollkommen richtig festgestellt, dass hier falsch gewählt wird. Die sind hier aber nicht zuständig. Ja, Ja? genau so ist das. Deswegen ist das eine Geschichte, die sich, ich sage mal, immer parallel abspielt. Ja. Ich denke, dass die Bundesrepublik eine Entität innerhalb der Entität ist. Und eine Außenwirkung hat und in der Außenwirkung ja, wird ja nicht gewählt. Das ist ja nicht handlungsfähig, was dahinter ist. Also, dann gibt es da auch keinen, den das juckt. Und wenn man schon Man könnte bei mit dieser Überhangmandate, das ist jetzt auch, wir haben gerade einen Faktenchecker hier gelesen, die sind nicht für ungültig erklärt worden, weil bla bla bla. Ne? das Ja, geht ja keinen. interessiert ja keinen. Ne? Und jetzt bin ich gerade am gucken, das deutsche Patent- und Markenamt, aber da bringe ich den Ding mit her. Dann bringe ich das Ding mal her. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich war der Meinung, aber anscheinend ist das falsch, dass das deutsche Patent- und Markenamt, wobei ich glaube, ich habe noch irgendwas vom deutschen Patent- und Markenamt auf dem Computer, dass die mal 6 Schwingen hatten. Und da sind es aber auf deren Homepage auch nur noch 5. Also es gibt anscheinend Entitäten in diesem Gebiet hier,
wo tatsächlich ein anderes, ich würde mal sagen, Logo gemeint und ein anderes, genau, ein anderes Logo drauf ist und das auch überall gleich ist. Während die anderen Geschichten nicht markenrechtlich, doch, ich habe noch eine markenrechtliche an. Das ist auch schon das Patentding an. Ja, okay, gut. Also, es war eine Vermutung, ist aber nicht so. Und ich war immer der Meinung, dass das deutsche Patent- und Markenamt, wobei das jetzt, glaube ich, das europäische ist, also die sind oder sitzen auch, glaube ich, in München, dass die noch irgendwie auch eigenständig waren. Aber das war nur eine Vermutung. Also das, ja, kannst du es aber auch ein Stück festmachen. Wir dürfen nach außen nicht falsch kommunizieren. Aber das interessiert mich jetzt trotzdem, wenn diese Entitäten einer bestimmten oder ja, also jetzt nehmen wir an, du hast die Reisepass-Entität und du hast die Personalausweis-Entität. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen dann, ja? Ja. Weil wenn die Adlerschwingen darauf auf etwas anderes verweisen, dann kann das ja nur eine Zugehörigkeit zu einem anderen Bereich bedeuten. Das wäre das gleiche Logo drauf. Ja? Das macht ja jede. Entweder wir haben ein eindeutiges Symbol oder wir haben es nicht. Ja, das ist an der Stelle, muss man das einfach mal klar festhalten. Adler hin, Adler her. Also wenn er einmal so ist, dann ist er nun mal so. So. Und wenn du jetzt Dokumente bekommst, die eben eine Ausweisung oder eine Einordnung übers Logo darstellen, dann kannst du übers Logo feststellen, zu welcher Entität das Ganze gehört. Jetzt müsstest du nur noch rausfinden, wo gilt was. Und dann hast du den Rechtskreis dazu. So, und dann weißt du auch, was Grundgesetz ist und dann weißt du auch, was Verfassung ist. Das sind zwei parallel laufende Sachen. Also das wird mir jetzt auch immer klarer. Und wenn wir jetzt Bundestagswahl angucken, die nach Bundeswahlrecht abläuft, ja, wo gesagt wird, dass rückwirkend alles für ungültig erklärt wird, dann ist die Frage, ob das, was wir da denken, nur Staatssimulation ist. Das muss man an der Stelle einfach mal fragen. Ja? Weil, wie gesagt, es gibt die Information in der Öffentlichkeit, dass die Bundesrepublik ihren Geschäftssitz innerhalb Germany hat. Ja? Und einen Geschäftssitz irgendwo haben, kannst du nicht das sein, wo du den Geschäftssitz hast. Ja, auch wenn es nur darum geht, Bleistifte irgendwo zu kaufen, dass du Rechnung stellen kannst als Entität. Das ist schon klar. Aber es gibt das. Ja? Das ist Fakt. Das ist ein Faktum, das kannst du nicht wegdiskutieren. Ja. Ich würde nie so weit gehen und sagen, dass die BRD eine GmbH ist. Nein. Ja. Kannst du nicht. Ja. Also das kann ich nur jeden davor warnen, so eine Info rauszugeben. Ja? Oder damit voranzuschreiten. Ja? Weil es gibt ja auch eine Geschichte über Delaware-Einträge oder sonst was. Ja? Aber die ob das jetzt alles das Gleiche ist, ja, das kann man an der Stelle gar nicht verifizieren. Du kannst es nur ablesen. Vor allem, das, was wir bekommen oder das, was wir in so einem Register sehen, ist ja auch immer nur ein Auszug. Wo ist das? Ja. Ja. Und dann sieht man, wie wenn du einen Klappdeckel von einer Akte hast. Du weißt nicht, was drin ist oder drunter. Du weißt nicht, was drin ist. Du guckst nur drauf. Ja. Und das ist ja das, ne? Weil wir haben so viel schon gemacht jetzt hier in den letzten 5-6 Jahren, ne? Was alles eigentlich nur mit Indizien irgendwie funktioniert hat, ja? Wo du gesagt hast, das könnte so sein, es könnte so sein, es könnte so sein. Das habe ich mir alles abgewöhnt, ja? Weil das alles nichts bringt. Ja? Interessant wird es dann, wenn man wirklich direkt konfrontiert, also direkt konfrontiert im Sinne von Fragen, dass man bestimmte Bereiche einfach mal anfragt. Ja? Und auch da stellt man fest, dass sie Informationen hergeben müssen. Und da gibt es mittlerweile also wirklich einen ganzen Informationspool, ja, wo du sagen kannst, schau mal dahin. Also nochmal, wenn hier eine Wahl abläuft, ja, dann bezieht sich das immer auf den inneren Bereich. Das ist die Bundestagswahl. Das Wort Bund bedeutet Vertrag. Ja. So, wir sind hier alle in Vertragsverhältnissen. Und jetzt ist natürlich... Glaube ich auch. Ja. Oder es ist ein Vertrag gestrickt, ja, den du mit einer Wahl immer wieder bekräftigst oder erneuerst. Jetzt unter Umständen ist es ein Kreditvertrag. Das wissen wir noch nicht. Ja, Verträge werden ja normalerweise immer nur geschlossen, um irgendwelche Werte hin und her zu schieben. Nennen wir es jetzt... Ja, oder die Haftungsrelevanz muss geklärt werden. Alles steckt ja da drin. Ja. Also, das drin, sonst baue ich das nicht. Sonst baue ich das nicht. Ist auch bei der Ehe so, ne? Aber nur ja, so. Verträge sind eine uralte Form. Also die gibt es schon ewig und 3 Tage. Ja? Also deswegen Vertragsrecht, sehr spannend. Reingucken.
schauen, wie hängt das zusammen, ja? Die zwei Schritte, die zur Vertragsgestaltung notwendig sind, ja, mit Antrag und Offerte und Annahme, ja? Jetzt sind wir wieder bei der Annahme, ja? Und jetzt ist schon die Frage, also wie, ne? Wie und wann, ja, so, der Euro. Dasselbe ist ja. Hast du eigentlich gewusst, dass in Österreich dieselbe Konstellation ist? Meinst du jetzt von der... Die haben ein Verfassungsrecht und ein Grundgesetz. Nö, das wusste ich jetzt nicht, aber es ist, sage jetzt mal so, es passt ins Bild. Und da sind zwar Unterschiede, das ist klar, auch um diese, wie soll man sagen, also um eine gewisse Nicht-Kompatibilität nach außen hin darzustellen. Aber letztendlich laufen die dann tatsächlich unter derselben Prämisse. Das wissen wir jetzt langsam. Selbe Struktur, kannst du so sagen. Ja? Oder dieselbe Konstellation, sagen wir es mal so. Also im Prinzip musst du sagen, wenn du über die Grenze gehst, dann ist es so, wie wenn du vom Mediamarkt in Saturn gehst. Weil die haben ihren Geschäftssitz ja auch in den dementsprechenden. So ist es. Also das ist, da ist nicht viel geändert. Also sprich, leider, liebe österreichische Zuhörer, in der Schweiz ist es ein wenig anders, das ist klar. Ihr habt eure eigenen Probleme. Ja, ihr wisst auch nicht, wozu ihr da so überall zugestimmt habt. Aber in Österreich ist es dann definitiv auch so. Und, sehr ähnlich, auf jeden Fall. Also zumindest die Grundkonzeption ist gleich. Allerdings sind die AGBs halt etwas anders. Ne? So, das ist mal das eine. Wobei Österreich natürlich noch eine ganz andere, oder beziehungsweise hat ja eine etwas andere Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, also nach Auflösung der K&K-Monarchie. Habt ihr ja vorher schon mal eine Diktatur gehabt, Dreyfus, glaube ich, war es. Billy korrigiert mich da, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Und erst 1938 kam dann eben die Firmenfusion, weil nichts anderes war das. Und dann kam eben wieder die Firmentrennung. Und dann hat man gesagt, okay, die Tochterfirma kann sich nominell für neutral erklären. Und das ist dann passiert. Wobei die Neutralität ist aus meiner Sicht mit dem Beitritt zur EU aufgegeben worden. Und der Beitritt Österreichs zur EU, ich glaube, das war 92. Das war zeitgleich mit uns, das haben wir ja alle gleichzeitig. Das war ja, glaube ich, ein Gründerstaat, oder? Nein. Die Österreicher sind zum 1. Januar 95, da war die EU schon da. Dann sind sie nach uns gekommen. 15. Das war was anderes. Und damit sind wir gemeinsam mit Schweden und Finnland Mitglied der Europäischen Union. Also das heißt, damit sind sie in den Verein eingetreten. Oder man hat den Beitritt erklärt und damit, weil wir haben ja auch immer wieder das Thema mit Militär und sonst was auf den Straßen und hast du nicht gesehen. Also Fakt ist, für alle, die es nicht wissen, die Bundeswehr und das österreichische Bundesheer üben schon seit, glaube ich, seit den 90ern üben die zusammen, was eigentlich nicht sein dürfte, weil Österreich neutral ist, faktisch gesehen. Also auch nicht mehr. Wobei man jetzt ja aus Frankreich hört, dass man immer mehr auf eine EU-Armee drängt. Also sprich, leider muss ich euch sagen, eure Neutralität ist schon lange am Arsch, weil das einfach nicht mehr gegeben ist. Auch wenn es jetzt Verträge mit der EU... Man kann von Souveränität nicht mehr sprechen. Ja, die hat sich schon lange erledigt. Souverän ist ja ein sehr, sehr bezeichnendes Wort, ja. Was ist Souveränität eigentlich? Also souverän bist du dann, wenn du deine eigene Kohle herstellst und darüber auch verfügen kannst und alles andere kannst du vergessen. Denke ich auch. Ja, deswegen kann kein Staat sagen, er ist nicht souverän. Er ist souverän, ja, weil also es in der Abhängigkeit. Es mag vielleicht den, ich weiß es nicht, wie das ist, die Staaten, die keine von außen gesteuerte Zentralbank haben. Russland mag auf dem Weg dazu sein. China, aufgrund der Größe haben sie gewisse Möglichkeiten, die Vereinigten Staaten definitiv nicht. Ja. Tun bloß so.
Die waren es auch noch nie, weil da gibt es ja so Verbindungen anscheinend nach England. England mag souverän sein, weil die tatsächlich ihre eigene Währung haben. Also wenn man jetzt mal von einem Land oder einem Staat sprechen kann, und die Bank of England ist, glaube ich, immer noch eine der mächtigsten Zentralbanken, die es gibt, dann könnte ich sagen, der Lizenzgeber der Lizenzgeber. Und die es bisher probiert haben in ihrer eigenen Währung, hatten leider schlechtes Wetter. Kann passieren. Ne? Weil, ja. So. Aber das habe ich ja mit der Katharine und dem Frank Köstler haben wir das jetzt in der letzten Sendung ein bisschen aufgedröselt, was das so bedeuten könnte. Ich will das jetzt hier gar nicht wiederholen, aber verweise ich nur drauf, einfach mal nachdenken, geopolitisch gedacht, und Geopolitik heißt auch, dass man hier in dem Territorium, dass sich eben Leute überlegen, wie können sie die Ecken bestmöglich ausnutzen und verwenden, weil an gewisse Dinge gehen sie nicht ran. Da sind wir wieder bei unserer Antarktis, weil dort, ganz wichtig zu merken, der hochgeheime und hochschützenswerte Antarktiswurm im ewigen Eis existiert. Und unter Naturschutz steht. Ja, also da gibt es nicht viele. Und wenn du den triffst, beißt er dich in den Arsch. Deswegen darfst du da nicht drunter. Und ist halt so, ne? Gibt es auf der Antarktis Corona? Und in den Weltraum. Moment. Gibt es auf der Antarktis Corona? Nee, weil da der Antarktiswurm ist und deswegen muss der vor Corona geschützt werden, aber das wäre mal interessant zu wissen, wie das ist. Obwohl ich glaube, die auf der Neumayer-Station oder so würden die Kamera da. Da gab es ein paar Infektionen, glaube ich, ja. Rennen hoch mit der Maske rum. Vielleicht sind ja die auch schon geimpft, man weiß es nicht. Wer gewinnt die Wahl? Keine Ahnung. Ist mir eigentlich erwascht. Gewinnt? Das war der einleitende Satz, weil wir reden über keine Ahnung. Mir ist es auch wurscht. Eigentlich müsste man die Sendung so nennen. Keine Ahnung, und eigentlich ist es wurscht. Ja. Ja. Mal drüber nachdenken. Meinst du, Baerbock macht's? Ich hoffe nicht. Nicht öffentlich. Obwohl das also schöner anzuschauen wäre, als wenn es die Merkel macht. Aber die Merkel wird sicherlich nochmal ran müssen. Also, schöne Grüße an Falco, ne? Von wegen Merkel-Muff, aber das tappt man jetzt nicht aus. Um Gottes Willen. Ja, also. Ja. Zumindest. Nee, ich kann auch keine. Ich glaube auch, dass das keine Eindeutigkeit gibt diesmal. Ne? Dass sie das wirklich offen lassen und. Darf nicht, weil. Wer will denn sich den Hut anziehen? Und ich. Es mag ja den ein oder anderen Kanal geben, den ich auch ab und zu teile, wie Arminius Erben. Ich möchte nicht sagen, dass die recht haben, aber mit dem Ausspruch, dass wir hier tatsächlich in einer Freiluft-Irrenanstalt sind, mit eingebauter Staatssimulation, also nicht nur hier, sondern woanders auch. Aber hier wird es besonders deutlich. Und wenn man wirklich mal anfängt, und wir haben jetzt wir haben das nicht vorbereitet da mit dem Zettel und den Dingen. Das haben wir jetzt einfach mal so aus der Spontanität rausgerechnet. Das ist nicht schwierig. Einfach mal Fragen stellen. Und es waren ja jetzt öffentliche Zahlen und Dinge, die es da gegeben hat. Man kann einfach mal so ein paar Gedanken nachvollziehen. Und das einfach mal laufen lassen. Ja, das würde ich auch sagen. Einfach mal laufen lassen und dann kriegt man da... Ja? Einfach mal ein paar Zusammenhänge herstellen, ja, aus den verschiedenen Informationen. Auch mal den Wahlbenachrichtigungsschein genau angucken. Ich weiß gar nicht, wo meiner ist. Ich habe den. Meiner liegt hier links in der Schublade. Ja, irgendwo glaube ich auch Schublade. Da bleibt auch drin. Format, weil den müssen wir im Zweifelsfall rausziehen können und sagen, ich habe nicht zugestimmt, weil ich habe die Stimme nicht abgegeben. Also ich habe die Zustimmung zu den Dingen, die dann da so kommen, nicht gegeben. 2 Billionen laufen an mir vorbei. Ja, also ich versichere die nicht. Ja, ich könnte ich jetzt, ich will aber nicht. Oder ich kriege was ab vom Kuchen. Das müssen aber mehr als 35 Mille sein. Also netto und steuerfrei. Ja, logisch. Nicht das Konto überwiesen. Den Zins darfst du auch nicht vergessen. Ja, wenn es 3 Nullen hinten dran sind, dann ist mir das wurscht, der Zins.
Ja, aber Bei der Summe sind 10% viel. das stimmt. Für was du gerade stehen musst. Aber die würde ich spenden. Es Ich wird ja keiner, auch. es wird ja keiner kommen und sie abholen. Es wird auch keiner kommen und sie dir bringen. Das wäre aber jetzt Voraussetzung, damit ich meine Stimme abgebe. Also der müsste schon, also man hat ja mal so von so Flugzeugladungen gehört, allerdings waren es dann Ah, so die merkwürdigerweise im Iran die zwischengelandet Kisten sind. voll rote Kreuzkisten irgendwo hingefahren sind, Ja, ja, wo dann warum hatten ein die ein wichtiges rotes Kreuz? Medikament drin war, Ach, grün aus apropos, Papier. wo du sagst, rotes Kreuz, falls du dich noch an den James Bond-Film, den ersten mit dem Timothy Dalton, der Hauch des Todes, erinnern kannst, da sind sie Ja. im Flieger über Afghanistan geflogen und da war das Rohopium in Rotkreuzsäcken. Und das Rote Kreuz, und es gab einen Disclaimer am Anfang des Filmes, dass sich das Rote Kreuz von solchen Dingen distanziert. Also das wäre nicht im Sinne derer, die da so dem Verein Rotes Kreuz, Internationales Rotes Kreuz, gibt ja auch einen Verein in der Schweiz, vorstehen. Die haben das nicht gut gefunden, aber es wurde trotzdem gesendet. Ja, übrigens ist der Bond immer noch nicht da. Der kommt jetzt am 30. September. Nächste Woche gibt es den. Der ist verschoben. Also ich habe überall 30. September. 30. September? Ja. In die Kinos. In den Kino. Ist überall angekündigt. Kinostart, du gibst nur ein. James Bond. Keine Zeit zu sterben. 30. September geht's los. Ich werde nicht reinkommen. Ich hatte vor Ich auch Corona, nicht. ja, komme ich da auch FSK 12. Oh, Hans Zimmer hat die Musik komponiert. Ja, jetzt schau her. Ja, da wird es ja richtig gut. Ja, gut. Ja. Warte, bis es den Film dann auf auf Blu-ray gibt. Das muss ich dann schon sehen. Und allerdings halt dann an den Also späteren. den pfeife ich mir auch rein, auf jeden Fall, das ist klar. Aber trotz Ja. allem, es ist schon sehr bezeichnend. Und ab 12, was soll der Scheiß? Na gut. Und wir werden sehen. Aber hey, das war jetzt nur so nebenbei mal geguckt. Ebenfalls ist das schon wichtig, weil der wurde ja noch vor der Pandemie gedreht. Also wundert euch nicht. Vielleicht haben sie es nachträglich reinkopiert, wenn die da alle ohne Maske rumlaufen. Ja, hat nichts mit der Realität zu tun. War vor der Realität. Also ist historisches Zeugnis. Paralleluniversum. Ja, also von dem her, gucken wir mal, was kommt. ja, genau. Okay. Heute fällt mir dann immer allzu viel ein. Ich denke, heute Ja, machen und wir jetzt, immer offen. mich hat jetzt die Wahl, Berechnung, die Hochrechnung, die wir hier gemacht haben. Ja, die Frage ist, was ist unsere Stimme wert? Ja. Lasst euch ja nicht eindrehen, sie wäre nichts Das hat wert. auch keiner nachgefragt, hat es mir sowieso ein Schleier. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir haben das, um das mal aufzulösen, wir haben ja gesprochen, haben gesagt, das wäre eigentlich keine schlechte Idee, dass wir sagen, wir schicken die Wahlbenachrichtigung zurück und sagen, bei Überweisung von dem und dem Betrag können Sie meine Stimme haben. Ja. Wann haben wir das besprochen? Das ist Letzte Woche noch, ne? in 2 Irgendwie. Wochen ist es, Ja. glaube ich. Ja. Jetzt haben wir es gelöst. Okay, Marc, wir haben 0 Uhr. Wir haben nur Uhr, genau. Für heute machen wir Schluss. Morgen langen Tag. Genau. Nächste Woche, ich habe noch eine Ankündigung, darf ich das kurz sagen? Ja, immer, immer. Also, Montag ist Infoabend. Ja. Ganz wichtig, 27.09., 3 Tage vor James Bond. Genau, am 29.09. haben wir den Live-Event mit Bernhard P. Wirz. Ja, also Ja, wer Bock genau. hat, über Zoom, kommt über den Blog M Telegram-Kanal. Ruhig reinklicken. Wir können mit 1000 Leuten einen Zoom-Call machen und wird die Ich werde es Möglichkeit aufteilen auf geben, jeden Fall. Fragen zu stellen oder auch mit Bernhard da in Kontakt zu treten. Das ist das eine. Und es ist eine Direktübertragung geplant mit dem digitalen Chronisten und mir. Und zwar am kommenden, nicht morgen, sondern Freitag in einer Woche. Also das Das ist steht dann aber nicht hundertprozentig, es ist eine Planung. Bitte? ein Tag nach James Bond. Das wäre der 1. Oktober, damit wir das korrekt Ja. haben. So.
Also, ihr habt es gehört. Ja, dann sage ich das also, auch noch. Mich könnte. Ein bisschen was los demnächst. Ne? Der Link kommt auf jeden Fall für Bernhard über Blog M, Telegram-Kanal und das andere auch. Das werde ich dann auch rechtzeitig einstellen, sobald es da ist. Ne? Auf allen Kanälen, die wir haben. Sonst, ich darf wieder am Samstag live unterwegs sein, Bletchley Park 2. Also, wen es interessiert, guckt rein. Und sonst, die nächsten Videos stehen an. Ja, und ob wir nächste Woche dann unseren, also am 30. müssten wir eigentlich James Bond gucken, aber gut, geht halt nicht, weil da müssen wir Klares zur Nacht 24 machen. Aber vielleicht machen wir eine Special-Sendung 007. Keine Ahnung. Zur Nacht. Könnt ihr mal die Bösewichte durchgucken? Das können wir machen. Vielleicht können wir das mal gucken und was da so uns verkündet worden ist. Immer die Deutschen, oder? Ja, nicht immer. Waren ja nicht immer, aber es waren oft Deutsche. Oft. Wobei der Beste, Gerd Fröbe, immer noch Gold. Absolut. Ja. Kurt Jürgens kommt aber auch gut raus da in dem einen. Ja. Der Spion, der mich liebte und sonst, danach wurden sie alle etwas flach, aber Goldfinger hatte schon was und wenn man sich überlegt, jeden Fall. Den Rolls-Royce übergebracht. Und den Aston, den er hatte, der war auch cool. Also, ja, vielleicht können wir das tatsächlich machen, wir gucken mal. Dann einen kleinen cineastischen Ausflug. Ja, machen wir mal einen cineastischen Ausflug zum 24. und wie gesagt zur Stadt von James Bond. Ich denke, das ist eine tolle Sache. Das ist jetzt mal so eine Überlegung. Es sei denn, wir haben tatsächlich ganz überraschende Wahlprognosen, die wir berichten müssen. Wäre eigentlich auch eine Live-Sendung wert, aber eigentlich wen interessiert es? Wir können das dann in der Nachschau betrachten und ich freue mich einfach drauf. Also mich interessiert der Sonntag tatsächlich jetzt nicht so wirklich. Doch, mich interessiert er. Also ich bin schon so in der Halb-Acht-Stellung drin, weil ich jetzt wissen will, welcher Wahnsinnige drankommt. Ja, also welcher Irre. Also ich werde mir den Abend nicht verderben, damit dass ich mir den Scheiß... Auch nicht, aber also ich gucke keine Talkshows, aber das Ergebnis interessiert mich dann doch. Also wie das dann dargestellt wird, was da jetzt kommt. Also allein in der Vorgeschichte der letzten 4 Wochen oder letzten 8 Wochen, ja, das kann eigentlich nichts werden. Das ist völlig unmöglich. Ja, auch diese Bewegungen in den... Jetzt lassen wir das. Ne? Ich bin trotzdem gespannt, was da jetzt am Sonntag rauskommt. Das ist tatsächliche Fiktion. Ich denke, das haben wir jetzt herausgearbeitet. Und absolut. Alle, wenn ihr macht diese Rechnung, wenn irgendjemand nochmal fragt, soll er jetzt zur Wahl gehen oder nicht oder was das verändert, dann macht diese Rechnung, wenn ihr es verstanden habt. Ich denke, das ist nicht so schwierig. Einfach die Bundeshaushalte mal 4 durch die Wahlberechtigten ergibt eine Summe. Und dann nehmt eure Lohn- und Gehaltszettel und schaut mal drauf, was ihr im Jahr so an Steuern abführt. Und dann wisst ihr genau, wo die ganze... Wofür? Ja. Warum demnächst Steuererhöhungen anstehen. Man kann das mit James Bond schon vergleichen. Da musst du ja auch eine Eintrittskarte kaufen. Ne? Ja, aber du weißt, dass du gut unterhalten wirst. Das weißt du noch nicht. Auch James Bond weiß... Der Film kann auch ein Riesenschrotz sein. Das weißt du alles noch nicht. Ja. Nein, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall mal cool. Ja. Motorradfahrer auf dem Platz. Ja, ist schon gut, ich denke auch. Also lassen wir es bei halt, ne? 0:04. Also gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Michael, dass wir uns... Marc, es war mir wie immer eine Ehre. Ja. Und dann wünsche ich dir was und macht's gut, gehabt euch wohl und freut euch auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ade. Bleibt schön.